Hey, wie geht's dir stets? Na du, bist du auch ein Titan aus Attack on Titan? Gefangen in einem Alien... Underground... Organismus? Ha? Dann bist du hier genau richtig, denn das bin ich auch. Und das Gefangen ist sogar stark betont. Nun, wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass wir von irgendwo runter gejietet wurden. Also, und dann sind wir gelandet. Und dann haben wir unsere Hand verletzt und die hat jetzt einen Spike drin. Mehrere Spikes an mehreren Stellen. Das sieht so schmerzhaft aus. Ich guck da gar nicht mehr hin. Ich hab so eine Schwäche, wenn es um Finger geht. Und jetzt werden wir weiter die Rätsel suchen. Wir haben gestern, in der letzten Folge ein paar Mechanismen herausgefunden, die dieses ganze Underground-Ding hier hat. Und wir wissen vielleicht, also ich habe eine Theorie, was wir tun müssen. Und das versuchen wir jetzt aus. Gut, wir gehen hier wieder in diese Maschine. Wupsk. Und aktiviere diesmal den hier. Bumm. Damit die Schiene dorthin geht. Dada kann so bleiben. Der da weiß ich nicht. Wohin würde der führen? Der würde von dort dahin führen. Der geht jetzt dahin, dahin und dann in sich selbst. Nein. Der muss in die andere Richtung gehen irgendwie. Also wenn er von dort kommt, dann geht das gar nicht aus. Okay, warte. Wenn ich so mache... So oder so geht er in sich hinein. Ich muss so oder so in zwei Moves das machen. Er muss danach dort hinein. Gut. Nein. So. Behalten wir es mal ganz kurz so. Und das regeln wir gleich, ja? Wir werden jetzt versuchen, nochmal oben das Rätsel zu lösen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir hier machen müssen. Ich glaube. Wissen tue ich schon gar nicht. Das Ding hier kann nämlich hier raufgehen. Ja, da oben wird das Kokon... Yes, genau. Ich glaube, wir haben richtig geraten. Das würde hier raufgehen... Und wir könnten das danach flump hier nehmen. Und dann sachte wahrscheinlich in diesen Stuhl hier hineinsetzen. Genau so. Und diesen Stuhl, falls ich raus kann, kann ich dann wahrscheinlich mit der Schiene dann wohin transportieren, wo wir hin müssen. Gut, jetzt ist die Frage... Was war das hier nochmal? Was hat das hier gemacht? Was war das hier? Versuchen wir nochmal ein paar Sachen aus. Ja, da habe ich keinen Plan. Das werde ich nicht weiter angucken. Keine Ahnung. Ne. Von hier kommen wir. Uwu. Da hinten können wir die Tür nicht öffnen, weil wir alleine sind. Ich glaube, wir brauchen noch jemanden. Vielleicht einen Freund oder vielleicht können wir einen Feind dazu austricksen. Hier müsste das danach hin. Vielleicht kann man Feind austricksen, irgendwo auch seine Hand reinzuschlubbern. Das werden wir dann sehen, I guess. Gut, wir gehen jetzt nochmal rauf. Wir versuchen jetzt, dieses Kokon da hinzubringen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn nicht, dann ist es sehr peinlich und ich werde das ganz bestimmt nicht hinausschneiden. Hm, würde ich nie tun. Ich würde niemals Fehler von mir, like, aus dem Video rausschneiden. Apropos, bam, 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 bam. Gut, ein paar weniger Explosionen als üblich. Okay, gucken wir uns nochmal ganz kurz um. War ich hier das letzte Mal schon? Ich will da und gestern es sagen, aber die Aufnahme ist, like, von vor 5 Minuten, die erste. Und das Video wird wahrscheinlich eine Woche Abstand voneinander hochgeladen werden. Also, keine Ahnung, was ich habe mit Ding. Hier ist wieder ein Ding am Leuchten. Eins. Ein Lichtlein leuchtet. Wenn wir uns erinnern, gerade wenn wir runtergeworfen wurden... Der erste Ort, wo wir waren, da gab's auch... Meine Güte, das ist groß. Da gab's auch ein Licht, das leuchtet an so einer Tür. Okay, versuchen wir das zu machen. Hier nehmen wir es hin und knallen es dahin. Mit dem hier müssen wir das Rätsel lösen. Okay. Alle, das war's, Leute. Easy. Okay, ich wusste nicht, dass ich auch die anderen bewegen kann. Das habe ich gar nicht probiert das letzte Mal. Gut. Wir nehmen es. Was auch immer das ist. Okay.
Danke fürs zärtlich hinplatzieren, nachdem du, was auch immer das warst, entzweit hast. Okay, das hat ja mal nicht funktioniert. Okay, was ist, wenn... Kann ich auch ein nicht leuchtendes Ding nehmen? Wenn ich dich nehme und dahin platziere. Was ist dann? Das war sehr unzärtlich. Okay. Probieren wir das aus. Probieren wir das aus. Wird es immer noch sofort kaputt? Please. Ah, den mag er gar nicht. Ah, den will er gar nicht halten. Ach, so einer bist du, ha? Huh? Na gut. I guess wir haben noch eines, was lebt. Einiges kompliziert dabei hinzubringen. Wie bringen wir dich denn hin? Okay. Ich glaube, ich habe es. Jetzt dich noch dahin, 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 dahin und rauf. Okay, ich schwöre, wenn du nochmal den einfach in zwei zerfetzt, ja, dann weiß ich echt nicht, was tun. Okay, das kriegen wir hin. Das ist alles gut. Alles ist gut. Er wird nicht zweimal hintereinander zerfetzen. Ja? Vorsicht. Ja? Vorsicht. Yes. Nein, nein, nein. Oh. Ja? Ja? Gut. Jetzt? Ja? Richtig. Vorsichtig platzieren. Wundervoll. Genau, Arme verschränken und beim Runtergehen. Und kleine Klöße rausziehen wieder. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir runter, jetzt müssen wir runter. War hier der Aufzug? Hier war der Aufzug. Okay, wir haben es unten, wir haben es unten. Weiter geht's also. Hier muss der hin. Gut, der ist jetzt sicherlich dort. Und da schnabulieren wir uns den jetzt gleich. Gut. Will ich wissen, was mit dem passiert, wenn ich ihn dahin baue? Oh, und ist das hier der, was davor runtergeschmissen wurde? Nein, der wird auch darunter sein, oder? Okay, warte. So, da steht der da. Kann schon sein, dass das Ding... Machst du Geräusche? Wenn schon, mag ich das nämlich ganz und gar nicht. Unterlasse es sofort. Okay. Wir nehmen es. Vorsichtig. Gut. Ui, was bist denn du? Das sind zwei Füße und ein Arm. Okay. Hi. Ich habe dein Leben gerettet. Immer wieder gerne. Wir ignorieren, was mit deinem Bruder hier passiert ist. Das ist nämlich nicht passiert. Ja, wir verstehen uns. Okay, warte. Hier. Gut, was passiert mit dir jetzt hier drin? Freundlich sieht das Ding nicht aus. Ich kann ihn nicht weiterschieben, oder? Nein, er muss da rein. Okay, Maschine, was machst du? Hallo? Er mochte das nicht. Keine Sorge. Alles ist gut. Ich werde dich Manfred nennen und du wirst mein bestester, bester Freund, ja? Einfach mit deinem Bein weiter rumtanzen. Alles ist gut. Wir mussten dich kurz chippen, damit wir dich nicht verlieren. Wie wir es mit Gary getan haben davor. Also, einfach Zeit gönnen, ja? Gut. Okay, was hatten wir das letzte... Wir hatten das letzte Mal das geplant. Genau, wir gehen jetzt hier hinein. Füllung. Gut, wir nehmen ihn freundlich und sanft.
Keine Sorge, Manni. Alles ist gut. Hi. Ja, wir können gleich miteinander spielen. Ich glaube, ich erkenne das jetzt, was das alles hier unten ist. Okay. Oh, sorry. Bin ein wenig unsicher noch, wie das Ganze funktioniert. Okay, Manni. Also. Hi. Das Ding wird dir ein wenig, glaube ich, raushelfen. Also kein Ding. Ich weiß, du willst rausspielen. Und jetzt helfe ich dir, okay? So. Wir nehmen dich jetzt ganz sanft. Es wird ganz kurz nur pieksen. Ich hab's davor gesehen. Alter, das hätte ich mit Webcam aufnehmen sollen. Mein Unterkiefer war gerade am Boden. What? Manni! Nein! Manni! Oh nein! Ich hab gedacht, wir helfen ihn raus! Nee, oder? Nee! Oh, ein Arm! Nee, wir nehmen. Nee, oder? Wir benutzen jetzt nicht seinen Arm, um rauszukommen. Nein! Manni! Oh, nein! Wie hätten wir das sonst machen sollen? Hä? Gab es irgendeinen Weg, ihn nicht umzubringen? Hätte ich eine andere Taste drücken sollen? Was? Oh mein Gott! Oh, close up, ey. Holy shit. Boah. Nee. Zumindest hat er uns eine Hand gegeben. Oder er zurückgelassen. Manni. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz. Mein armes Herz. Oh, Manni. Oh. 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 Hat gleich lang gehalten wie meine anderen Freundschaften. Na gut, I guess wir bedanken uns, Manni, für dein Opfer, dass du so freiwillig uns dargebracht hast, um den Raum nicht zu finden, wo ich hin muss. Nein, um weiterzukommen hier im unterirdischen Space, whatever. Da muss ich nicht mehr hin. Wo waren das? Ah, es war unten, oder? Und ich bin zu blöd und gehe hier rauf. Okay, oh. Ich denke nicht mehr daran, okay? Ich denke nicht mehr daran. Wir gehen weiter. Manni hätte das auch für uns gewollt. Er war ja ein Altruist, wie wir ihn alles gut kennengelernt hatten. Und, I guess, seine Hand kommt dahin, wo nur eine Hand reinkommt. Na, Nein, seine Hand kommt hier hinein. Ah. Da kannst du dann aber auch nicht rein. Gab's hier noch etwas zum Aktivieren? Den habe ich noch nicht ausprobiert, den Schlauch. Oh! Schickes Piercing! Oh, nein. Oh. Oh, meine Güte. Vielleicht ist das das, was ich gesucht habe. Meine Güte. Ich war jetzt überall und hab alles 13-fach nochmal ausprobiert. Oh, bitte. Okay. Gehst du hier rein? Theoretisch gehst du da rein. Ah, und du bleibst... Ach, komm! Nein! Oh, das hätten wir beides sein können. Oh. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Yes! Wir haben's geschafft! Wir zusammen, als Gemeinschaft, gemeinsam.
gemeinschaftlich, wir... Kann ich dich wieder nehmen? Oh, du bleibst jetzt einfach hier? Och, das ist so schmerzhaft. Na gut, ich werde für uns beide rauskommen, ja? Wow, meine Güte. Was ist das jetzt? Aha. Wir kommen ein wenig näher nach oben. Das ist gut. Oh. Diese 5 FPS-Szene war so schön. Okay. Ist vielleicht ein Alien Spaceship angekommen, aber niemand hat überlebt? Weil das ist ein ziemlich großer Haufen an Leichen. Die sind auch nicht alle verwest. Wenn ihr euch zurückerinnert in der Brutkammer, ja, nennen wir sie mal Brutkammer, vielleicht beste Freunde zur Fetzkammer wohl eher. Da gab es schon Skelette. Das heißt, die sind schon länger tot als die hier. Das ist... Ach, meine Güte, das ist alles riesig. Okay, hier gibt es aber nichts für uns zu tun. Wow, 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 wow. Ah, okay, Druckplatte. Was bist du denn? Bist du eine Waffe? Lass los. Okay, das war mal eine Waffe. Oh, lol. Oha. Das macht nur... Okay, danke. Für dieses Ding. Kann ich schon hier was aktivieren? Nein. Okay, das ist ja mal eine der lustigsten Waffen überhaupt. Wahrscheinlich fehlt uns gerade nur die Munition. Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Das sieht dennoch ziemlich fucking funny aus. Okay. Der ganze Ort ist so riesig. Und... Flump. Oha! Ist das ein Schlüssel? Henry! Wohin hat der denn jetzt hingetragen? Schon mal nicht hier lang. Ihr seid nicht böse, oder? Okay, hier werden wir nicht viel mehr erfahren von dem Ganzen. Lass uns also weitergehen. Da hinten ist auch was. Aber es schien in die Richtung transportiert zu haben. Yes, da ist es jetzt. Es ist von hier, hierhin. In dem Raum war ich noch gar nicht. Und werde ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge. Ciao Leute, ich hoffe, ihr hattet alle eine fantastische diese Zeit bei dieser Folge. Aus dem Nichts erwische ich euch immer mit diesen Folgenenden. Falls euch Scorn gefällt, lasst ein Like da, zeigt es mir und, also zeigt mir, dass es euch gefällt, nicht zeigt es mir. Ihr wisst, wie ich das meine. Wir möchten schauen, hier rauszukommen. Also abonniert und lasst einen Kommentar da, gebt mir Tipps, sagt mir, ob ich ihn hätte retten können, denn das würde ich wirklich gern wissen. Und, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
Wasch.